Es ist spät abends und dankenswerterweise hat sich die Kamerafrau bereit erklärt, hier noch ein kleines Video anzufangen heute, weil der hier ist bei mir eingetroffen. Der neue Liebherr wird im Oktober erscheinen für 450 Euro 4108 Teile und damit 51 Teile mehr als der geländegängige Kranwagen und damit das größte Lego-Technik-Set. Das teuerste sowieso auch bei 450 Euro. Tja. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt auf den Aufbau und natürlich auf die Funktion. Wir schauen uns die Schachtel mal ein bisschen genauer an. Kannst ruhig ein bisschen näher herkommen, das uns im Detail anschauen. Ihr hättet sehen sollen, wie sie gerade zurückgelehnt da saß und gemeint hat, sie müsste nicht mehr arbeiten, als die Kamera zu halten. Es ist nicht schön, so dicht jetzt auf dir drauf zu sein. So, was haben wir? Irgendwo an der Seite habe ich schon gesehen. 3 XL-Motoren, 4 L-Motoren, 2 Smart Hubs, eine neue Schaufel. Und hier hinten ist noch ein Bild vom echten Modell. Und ein paar Infos über die Bedienung mit Control Plus. Und dann lösen wir die Siegel. Und schauen uns mal zusammen an, wie da alles verpackt ist und was da drin ist. Die Schaufel. Schon mal schön, dass die 4000 Teile in Bauabschnitte verteilt sind, unterteilt sind. Ich versuche hier so wenig wie möglich zu rascheln. Wir legen jetzt mal ein bisschen zur Seite. Hier dürften die Smart Hubs drin sein und die Motoren. Geduldig wie immer. Das sieht ich nicht. Smart Hub. Das ist schon eine ganze Menge von Motoren. Sehr cool. Und ich hoffe doch, dass auch irgendwo eine Anleitung mit dabei ist. Dann schauen wir mal hier rein. Okay. Bereit? Telefonbuch. Das sind zwei Telefonbücher. Und schön verpackt, das machen wir auf hier. Sorry, wenn es zu arg raschelt, aber ein bisschen aufgeregt. Ist schon ein cooles Ding. Aber die Bedienung, oh, werden wir alles sehen. Also, was haben wir hier? Kamerafrau hat sich wieder gemütlich gemacht da hinten. Sticker. Wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, ja, weiß nicht, 30 oder so. Ein paar kleine dabei, ein paar große für die Paneele. Geht eigentlich. Und zwei Anleitungsbücher. Wie immer gewohnt detailliert, gehe ich mal davon aus. Und wir haben sechs, richtig, sechs Bauabschnitte, bevor der Lieber dann vor uns steht. So, das war's. Ich mache mich jetzt an die Arbeit. Nochmal herzlichen Dank an die Kamerafrau und dann schauen wir uns den bald an. Wir fertig aufgebaut in Aktion, Teilchen verschluckt und den Arox wahrscheinlich belädt. Muss ich mal gucken, wie wir es machen. Tada! Und da ist er fertig aufgebaut. Ich glaube, vor 2 Wochen haben wir etwa das Einführungsvideo gemacht. Da habe ich ihn bekommen, mit dem Aufpacken. Und seitdem habe ich aufgebaut, Review drüber geschrieben, ganz viele Bilder zwischendrin gemacht und sehr, sehr lange für meinen Review-Text gebraucht. Ich glaube, alles Wichtige haben wir dazu schon gesagt im ersten Teil, wie viele Teile er hat, was er kostet. Insofern geht es heute nur darum, den im Detail anzuschauen und vor allem die Bedienung. Frau Baustein hat dankenswerterweise ihr Tablet, falls du es noch nicht weißt, dein Tablet zur Verfügung gestellt, weil wir mit meinem Handy die Aufnahmen hier machen. Und heute machen wir es mal umgekehrt. Ich bringen jetzt schon das Fazit und dann lassen wir ihn einfach laufen. Zusammengefasst, ein richtig geiles Teil. Groß, schwer, langer Aufbau, über 4000 Teile und als Bagger von den Funktionen her fantastisch.
die Intelligenz von den Smart Hubs, von der Ansteuerung, wir werden es nachher noch sehen, was sich alles miteinander bewegt, automatisch, sodass es nicht in die Quere kommt, ist toll. Genauso wie die App. Die Optionen, die die App bietet, finde ich einfach super. Man kann selber programmieren, man kann mit vorgefertigten Bausteinen sich was zusammenstellen, man kann die Bewegung aufnehmen, die man damit macht. Und die Ansteuerung, so wie es über die App manuell funktioniert, ist weit davon entfernt, was mit den bisherigen Fernsteuerungen von den Power Functions möglich gewesen wäre. Also rundum, fast rundum, toll. Fast, zwei Sachen, die Bedienung nur über die App, stört mich immer noch, wie beim 4x4. Ein Lego-Technik-Teil motorisiert, dass man nur mit einem Handy oder einem Tablet bedienen kann, passt nicht zusammen. Wenn man das Handy oder das Tablet nicht dabei hat oder gerade nicht verfügbar oder wenn so jemand damit was machen will oder wie auch immer, ist das Ding nutzlos, kann man gar nichts damit machen. Das ist immer noch mein Punkt, mit dem ich mir am schwersten tue. Zweiter Punkt, 450 Euro. Das ist verdammt viel Geld. Und man vergleicht es automatisch mit dem, was man natürlich kennt. Zum Beispiel der geländegängige Kranwagen. Ich glaube 57 Teile, paar 50 Teile weniger. Und kostet die Hälfte in der UVP. Dass der teurer ist, ist klar. Er hat 7 Motoren, er hat 2 Smart Hubs. Er bietet eine ganze Menge mehr, inklusive der App. Aber die 450 Euro, die tun schon weh. Relativiert sich ein bisschen, wenn man mit 20-30% Rabatt davon ausgeht. Die gibt es auch jetzt schon zum Release, habe ich schon gesehen. Also keiner muss 450 Euro dafür ausgeben. Sind wir bei 340 Euro, vielleicht sogar noch mal ein bisschen weniger. Und dafür lohnt es sich dann schon wieder. Also das sind Preise, wo ich gefühlt sagen würde, das ist er auf jeden Fall wert. Wäre jetzt natürlich schön gewesen, wenn er die 340 Euro in der UVP gekostet hätte und dafür noch die Rabatte abgehen. Aber damit kann man dann leben. Bevor wir in die Funktionen gehen, bitte ich die Kamerafrau etwas näher und dann schauen wir uns einfach noch kurz aus der Nähe an und dann schnappen wir uns die App, das Tablet und legen los. Also zum einen wird er angestaltet über die Hubs. Wir haben hier innen einen, hinter der Klappe versteckt. Und der zweite sitzt da drunten. Kommt mal ganz gut hin. Und sie sind dezent versteckt, was sehr schön ist. Wir brauchen ja über Bluetooth keine Sichtverbindung mehr zum Sender. Da sind wohl im echten Modell, tja, was werden das sein? Generatoren wahrscheinlich dahinter. Dann haben wir hier die schon erwähnten Aufkleber für die Paneele. Ganz fantastisch angebracht mit meiner Spezialpinzette. Das ist gerade ein Eigenlob. Das war ein Eigenlob. Okay. Gut aufgebaut. Da die neuen Aktuatoren. Länger als die alten. Mal gucken, den alten habe ich gerade nicht hier, aber die sind etwa nur so lang bis hierhin. Also doch ein ganzes Stück länger. 6 Stück an der Zahl von den großen. 2 kleine hier vorne zum Öffnen und Schließen vom Löffel. Heißt das Löffel? Ja, Löffel oder Schaufel. Ich habe viel gegoogelt, wie das Zeug heißt, was hier verbaut ist. Wie groß wäre denn jetzt ein echter Mensch, der da daneben steht? So groß. Da läuft er nämlich hoch. Ah ja. Und da ist das Führerhaus. Okay. Das kann man hier einhaken ein bisschen. Wir waren gerade dabei, das von unten zu zeigen. Ist insofern ganz interessant, weil, wenn man die Batterien wechseln will, man hier wirklich toll hinkommt. Ist nicht mal wie bei den Power Functions der Batteriebox, dass man da von beiden Seiten ran muss, sondern man holt das Magazin raus und kann bequem die Batterien austauschen. Das ist er. Was haben wir noch vergessen? 100 Steinchen Baggermaterial. Ja, ist nett, aber ja, macht ein bisschen was zum Packen. Ist jetzt nicht die Welt. Ist aber kein Problem. Ich habe mein Baggermaterial schon vorbereitet. 10.000 Steinchen von den kleinen roten. 20.000, 30.000. Und die leeren wir nachher aus und damit backen wir.
Anleitung habe ich hier nochmal mitgebracht, weil während dem Bauen ich natürlich was entdeckt habe. Nach jedem Bauabschnitt gibt es hier den Hinweis, doch die App Control Plus zu starten. Und dann wird nämlich jeder Bauabschnitt überprüft, ob das alles passt. Und das schauen wir uns jetzt zuerst an. Du brauchst dich gar nicht mehr hinsetzen, weil jetzt geht's los hier. App starten. Ich muss dazu sagen, ich durfte den Bug ja bauen, bevor er veröffentlicht war, in den letzten 2 Wochen. Gehen wir nochmal zurück. Und habe dafür eine Beta-Version der Software bekommen. Und so sieht das Ganze aus. Sieht man das so? So geht's, ja. Dann spiegelt es. Also, man kann sich dann in der Software zwischen den 2 Modellen, die es momentan gibt, mit Control Plus entscheiden. Und das wäre jetzt der erste Start vom VPR. Testen wir deinen Aufbau. Erster Bauabschnitt ist eben der Unterwagen. Dann gibt es noch einen Bauabschnitt 2, 3, das ist 4, 5. Und wir schalten den Smart Hub ein. Er verbindet sich. Und dann können wir den Test starten. Der ganze Wagen dreht sich einmal links rum, einmal rechts rum. Und anschließend kann man quittieren, dass das alles gepasst hat. Und das gleiche für den Drehtanz. Wieder quittieren und dann kommt die Aufforderung, dass man mit dem Bauabschnitt 2 weitermacht. Das schenken wir uns jetzt hier. Modelltest überspringen. Hat alles schon funktioniert. Und dann gehen wir jetzt mal in den ersten Betrieb. Wir machen die Klappe hier oben auf und schalten zunächst den oberen Smart Hub ein. Dann den unteren. Verbunden. Wird auch das Motorengeräusch. Und beim ersten Mal einschalten wird der Bagger jetzt kalibriert. Ja, Blumen sind nicht im Weg, ihr könnt höchstens vom Tisch runterfallen. Schauen wir mal, ob der Platz ausreicht. Ja, das stimmt fast überein. Dann drehen wir ihn ein bisschen, dass er auch ordentlich ausgerichtet ist. Und passt. Und dann startet die Kalibrierung. Und das ist schon faszinierend, der läuft jetzt in den Anschlag und misst die Endposition aus von den einzelnen Aktuatoren. Ihr dürft wahrscheinlich gleich eine Kupplung ratschen hören. Und merkt sich dann auch die Position, weil er das zum Beispiel für die One-Touch-Steuerung braucht. Da war die Kupplung. So, das war's. Kalibriert. Wir machen mal die Geräusche etwas. Wo ist denn bei deinem Tablet-Ding hier? Müsste das doch sein? Genau, machen Sie ein bisschen leiser. Und jetzt folgt die Beschreibung, wie man den Liebherr manuell bedient. So, Löffelstiel. Das ist der vordere Teil. Wollen wir das ein bisschen näher hin? So. Und da werden die einzelnen Bedienelemente oder Joysticks hier erklärt. Und wenn man sie ausprobiert hat, kann man zum nächsten weiter. Man kann das natürlich auch alles überspringen. So, Löffel öffnen und schließen. Oh, da ist ja was drin. Nur ein bisschen aufpassen. Dann die Schaufel vorne. Und der Ausleger hoch und runter. Dann haben wir hier die Raupen, die linke und die rechte, vor und zurück. Und das war's schon. Und so sieht dann die
Bedieneinheit aus. Hier werden wird der Neigungswinkel angezeigt. Das probieren wir mal, indem wir das Ding kippen. Also das sind die realen Werte in Grad. Wenn wir über die 30 Grad kommen, wie beim 4x4 auch schon, gucken wir mal, ob wir es hinkriegen, ohne dass was rausfällt da vorne, dann kommt eine Warnung. Hier sind die Joysticks, die wir gerade schon gesehen haben. Bei der Einführung, die Bedienung für die Raupen. Das sind sozusagen Schnellzugriffstasten, die 1 bis 4. Da kann ich ihm Bewegungen zuordnen. Und damit komme ich ins Menü rein. Das ist wie beim Mikan auch. Wir haben Einstellungen. Hier haben wir das Menü zum Selbstprogrammieren. Hier komme ich wieder in die manuelle Steuerung. Und am Anfang gibt er immer mal wieder Tipps, was ich mit der App noch machen kann. Das verschwindet dann, wenn ich das einmal gemacht habe. Das war jetzt ein alternativer Bildschirm. Und wenn ich jetzt nach links gehe, komme ich in die One-Touch-Steuerung. Die schauen wir uns aber gleich nochmal an. So. Alternativer Bildschirm hier in der Mitte. Da kann ich das auf 0 stellen und sehe so die Drehung hier angezeigt. Gehen wir aufs Modell. Okay? Wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen, machen was. Hier auf den Tisch. Dass man mal sieht, wie und mit welcher Geschwindigkeit der sich so bewegt. Und das Coole ist, wenn man genügend Finger hat, kann man das alles gleichzeitig machen. Fahren, drehen. Also es ist wirklich autark steuerbar. Und was ich auch sehr faszinierend fand, wenn man die Schaufel in den Bereich bringt, wo er dann mit diesem Löffelstiel kollidieren würde, dann bewegt er automatisch den Löffelstiel in eine andere Position, sodass die Schaufel ihren Platz hat. Machen wir mal ein bisschen Sauerei. So, gehen wir zur One-Touch-Steuerung. Da sehe ich hier den Backarm abgebildet in der Position, wie er jetzt gerade ist. Damit es tatsächlich die Position ist, drehen wir ihn rum. Dann sehen wir das irgendwie noch ein bisschen besser. Und auch in welcher Position sich der Oberwagen befindet. Und jetzt kann ich hier an den Punkten, egal ob an der Drehung hier oder am Baggerarm, den verstellen und er fährt dann automatisch in die Position, die ich eingestellt habe und bleibt dann stehen. Und man sieht hier, der schwarze Schatten ist die aktuelle Position, das ist das, was ich haben will. Und er fährt die so schnell wie möglich an, also macht die Bewegung auch gleichzeitig. Bis er eben das erreicht hat, was ich haben will. Und das ist schon sehr cool umgesetzt. Jetzt haben wir noch eins. Wir gehen ins Menü und probieren die Aufnahmefunktion. Auch die würde er irgendwann uns vorschlagen als Lernprogramm sozusagen. Jetzt haben wir sie aktiv ausgewählt. Also durchlaufen wir jetzt dieses Lernprogramm. Die Elemente zieht man hier runter und kann die dann aktivieren. Kann die auch wieder abbrechen. Da haben wir dann noch eine Bewegung. Hoppla. Ja, genau. So, jetzt Teil des Lernprogramms haben wir jetzt zwei Bewegungsblöcke reingezogen und wir können das jetzt hier als eigenen Block abspeichern. Kann sich hier Symbole raussuchen, wie das dann aussieht. Und dann dem auch eine Steuereinheit zuweisen. Das sind die Tasten vorne im Hauptbildschirm. So. Was ich hier dann machen kann noch, also das war das Menü, wo wir gerade waren, wo er uns beigebracht hat. Hier sehe ich die ganzen Blöcke, die ich verwenden kann. Und die Ansteuerung von dem Bagger, die ist schon
wesentlich komplexer als von dem 4x4. Insofern gibt es da einen ganzen Haufen, was schon vorgefertigt ist. Ich kann mir aber auch meine Aktion aufnehmen. Dann komme ich ins manuelle Bedienmenü. Und wenn ich jetzt irgendwas mache, nimmt er die Bewegung auf. Ich kann dann auf Stopp gehen hier oben. Kann dem wieder einen Namen geben und habe dann das abgespeichert. Was ich gerade aufgenommen habe. Also das, was ich gerade aufgenommen habe, kann ich dann auch hier reinziehen und kann das in diesem Modus dann wieder abspielen. So, das war jetzt nur kurz. Ich hoffe, man hat ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was man alles machen kann damit. Also es gibt schon enorm viele Möglichkeiten. Eins haben wir natürlich noch vergessen, wie beim 4x4 auch. Gibt es diese Challenges, Erfolge, Herausforderungen, kleine Programme, die man abspielen kann. Ab und zu bekommt man dann einen Erfolg plötzlich angezeigt, weil man das Ding einfach bedient hat und es dann damit abgedeckt ist. Ja, unabhängig davon bietet er, glaube ich, genügend Möglichkeiten, was man selber programmieren kann. Damit sind wir im Prinzip fertig, was wir jetzt noch machen. Wir lernen unsere, machen hier ein bisschen Platz, der Tisch kommt weg. Wir lernen unsere 30.000 Steinchen aus. Und ohne viele Worte werden wir einfach hier ein bisschen rumbackern und das aufnehmen. Und das war's dann von uns. Wir sehen uns beim nächsten Modell wieder. Ja. Cool, ja? Ich denke, wir werden das wieder einsammeln. Ich schalte gute Musik und mach schon echte Zeitraffer. Ist cool, oder? Ja, fragst du es also. Guck mal, wie beladen das Ding ist. Wahnsinn, ne? Ich habe den Film Wall-E oder wie der hieß, nie gesehen, aber erinnert ein bisschen dran. Was für ein Wall-E? Das ist Wall-E. Ah, Wall-E.
Da sind wir. Langweilig. Ja, für dich vielleicht, für alle anderen nicht. Möchtest du mit irgendjemand 4 Minuten und 48 Sekunden lang angucken? Ja, bin überzeugt davon. Schreib das mal bitte in die Kommentare. Ich hab mir noch kurz anschauen, wie viele Teile der hat und so zumindest ein paar. Ist doch jeder. Ah, das weiß nicht jeder. Na klar. Na, das ist ja schon weiter herkommen. Es geht im Prinzip direkt los. Nein, du grüßt einfach. Das gibt's doch gar nicht. Das, das muss ich mir nicht sagen. Das ist Amateur-Rumgetue hier. Jetzt sind wir doch langsam Profis, oder? Wie viel kostet das nochmal? 450 Euro. Die App selber ist super, weil Frau Baustein schaut gerade sehr skeptisch, weil sich das offen scheinbar zu widersprechen scheint, tut es aber nicht. Die App ist toll, aber es geht halt nur über die App. Und das Ding ist nutzlos, wenn man kein Handy dabei hat. Oder ja, kein Tablet. Also wenn dein Handy gerade vergessen hast, aber das Ding unterm Arm, dann frage ich mich, ob wenn das Gewicht fürs Handy auch noch irgendwie mit einkalkuliert wird. Nein, es geht ja nicht nur darum, wenn es funktioniert hat mit dem Handy überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass wenn du spazieren fährt und dann. Das können wir alles rausschneiden, dann Quatsch. Wenn ich im Geschäft bin und der Sohnemann will damit spielen, geht's halt nicht. Großes Erstaunen! Als ob dein Sohn immer noch gespielt hat. Natürlich! So, also, ich glaube, wir machen das Fazit jetzt nochmal. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Die ist echt geil umgesetzt mit den. Vielleicht zwar aber umgesetzt gesagt, wie man das klingt auch gut. Ja. Ja, das ist, weil du vor dich hin pennst. Eigentlich wäre ein Stativ. Ja, ein Stativ wäre nicht die schlechteste. Alles, was die Leute. Also stell dir vor, was würde dich denn interessieren an dem? Ihr Blick unbezahlbar. kann irgendwas leuchten, die Frage? Irgendwas. Blinken. Nein. Aber ich würde dich umhauen, was der alles kann. Die Funktion, die er hat. Ein Bagger! Man kann alles auf einmal ansteuern. Okay, 450 Euro sind Batterien sehr verschwindet. Included, oder? Alles. Nein, ich habe lange nach einer dummen Antwort jetzt gerade gesucht, aber das hat sogar mich jetzt überrascht. Also nein, sind nicht dabei. Cool, hä? Wer räumt das wieder auf? Du, während ich das Video schneide. Staubsauger. So, machen wir von hier, glaube ich, nochmal. Oder wo können wir am besten einen Schnitt machen? Müssen wir alles nochmal machen? Ich weiß nicht, aber dein Krummherr war so charmant. Ich würde sagen, da fangen wir direkt an. Anleitung habe ich nochmal mitgemacht, wie schon erwähnt. Mitgemacht? Dankeschön, sehr nett. Normalerweise finde ich solche Fehler erst, wenn ich schneide. Hat man da irgendwas drauf gesehen von dem Chaos oder war das nur der Bagger? Frau Baustein hat den letzten Take versaut, das hat mich ein bisschen genervt. Machen wir es halt nochmal. Zählst du kurz, ob da alle 100 drin sind? Jawohl. Weißt du, wenn du die Aufnahme versaust mit deinem Gelaber, dann machen wir das von vorne nochmal. Warum das? Dann machen wir das Häufchen, wieder zusammen. Ich kann nicht alles mit Musik hinterlegen. Na, komm, guck. Das ist das schönste Moment. Und das ist das.